Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Monster Hunter Online. Ja, was gibt es Neues, was mich dazu gebracht hat, jetzt gerade mal wieder reinzuschauen? Anscheinend können wir jetzt, dank dem Hinweis eines Zuschauers, hier... Ja, Red Phoenix, hier die Sachen so kaufen, ohne dass wir zu den NPCs hinrennen müssen. Und da haben wir auch die riesen Auswahl dazu. Das macht es natürlich bedeutend einfacher. Wir müssen nicht mehr suchen, wo alles ist. Und wir können natürlich versuchen, auch die Sachen direkt raus, 19 Seiten Klamotten... wie cool. Ja, finde ich sehr gut gemacht. Wir haben eine Übersicht aller Teile hier. Wir können jetzt sogar mittlerweile sehen, was für Marken wir noch haben. Okay, ja, schaue ich mich mal ein wenig um, was es denn so schönes Neues gibt. Erstmal müssen wir jetzt sowieso mal Sachen bei Ken lagern, denn das haben wir ewig nicht mehr gemacht, glaube ich. Ja, so. Bei Ken gelagert. Okay. Und dann schauen wir uns mal um. Also, wir haben ja jetzt beim letzten Mal den neuen Boss besiegt. Jetzt gucken wir mal, ob es irgendwelche Neuigkeiten so gibt. Es scheint, dass wir da irgendwie Quest abgeschlossen haben. Bei Punkt 2. Also, wo wir jetzt gerade hinrennen. Jetzt muss ich erstmal wieder reinkommen. Ja, eine Woche lang nicht gezockt. Jetzt ist im Moment ganz viele andere Dinge einfach auf dem Tacho. Yomavari ist durch. Dings haben wir durch. Und hier, so. Den Schmied haben wir durch. Und dafür kriegen wir mal wieder irgendwas zu essen. So, jetzt wollen wir mal schauen, wie sieht das aus mit der Verbesserung. Okay, wir brauchen Teile vom rostigen Dings, damit wir die Waffe weiter verbessern können. Wie schaut es denn jetzt mit Rüstungen aus? Da wollen wir auch nochmal reingucken. Ah, okay, dafür haben wir noch einen Zettel. Wir bräuchten Teile vom vom blauen Azura-Talos. Okay. Da muss ich mich jetzt auch erstmal reinfinden. Ab wann können wir die Waffe eigentlich mal richtig upgraden? Auf ein nächstes Dings. Da tut sich nichts. Okay, dalle, dann wollen wir doch mal gucken. Ich weiß, wir hätten jetzt auch in der Liste gucken können, aber die scheint hier die Casts gegen die Marken zu haben. Und da müsste wahrscheinlich auch das vom Rusty Dings da Booms dabei sein. Hier das. 4 Marken, 5 am Tag oder in der Woche kaufbar. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ja. Was machen wir denn dann Schönes? Dann wollen wir doch einfach mal eine Daily machen. Nicht ein Daily, irgendein random Dings. Ja, das kann gerade ein bisschen dauern. Okay. Vielleicht gehe ich auch einfach nochmal kurz ins Gildenlager eine Daily annehmen. Vielleicht mache ich das zuerst. Ach so, Moment. Wir müssen erst reisen. Okay. Einmal bitte reisen. So, ja, ich habe auch heute Nacht jetzt gerade eben noch was anderes aufgenommen. Lasst euch überraschen. Wird wahrscheinlich noch heute am Tag rauskommen, die erste Folge. Einfach nur mal so ein Let's Test jetzt momentan, denn wir haben ja, wie gesagt, ein paar Spiele durchgespielt und haben damit einfach wieder Platz für mehr. Und haben hier bei Anna was abzugeben. Anna, Anna. Abgeben. Sehr schön. Eine neue Quest, egal. Was ich machen wollte, wäre hier die Dailies, die wirklichen Dailies annehmen. Vielleicht, oder zumindest da stehen bleiben. Vielleicht haben wir ja Glück und es geht diesbezüglich etwas auf. Was ich jetzt noch nicht so ganz verstanden habe, klar weiß ich, wo ich jetzt die Casts kaufen kann, aber wie kann ich die irgendwie umwandeln, so dass ich zum Beispiel diese scheiß weißen Zettel nicht mehr brauche? Dazu bräuchte ich, glaube ich, nochmal eine genauere Erklärung. Ich habe das jetzt nicht ganz verstanden. Ich glaube, es geht halt irgendwie, dass man diese weißen Zettel nicht unbedingt besorgen muss. Man kann sie einfach gegen Daily Calves oder sowas eintauschen und dann irgendwo in einen Topf stecken, von, also hier, wo man bei den Katzentickets was kaufen kann. Ich bin gerade etwas zu sehr verwirrt oder vielleicht auch schon zu müde. So, jetzt können wir hier endlich annehmen. Zack, zack. Und minimieren. Und je nachdem, was aufgeht, vielleicht haben wir eine der Quests hier direkt, dass wir die annehmen können. Somit können wir vielleicht ein bisschen Daily mitnehmen. So, was gibt es denn aktuell auf dem Tacho? Okay. Die beiden Dings, Ratian, dann da, da. Okay. Dann gucken wir mal, was aufgeht. Und solange können wir mal wie immer ein paar Geschenke aufmachen. Bald kommt auch wieder die Weihnachtszeit, dann wird hier alles sehr weihnachtlich gehalten. Hä? Achso, ja klar, ich stand gerade eben schon vor lang rum, deswegen kriege ich 2 Pakete. Wir drücken wie immer die goldene Mitte. Okay, wir haben Steine bekommen. Was sind das für Steine? Das muss ich mir auch noch anschauen.
keine Ahnung, passiert nichts. Ach, hier bin ich wieder. Mitten in der Nacht aufzunehmen ist nicht immer die beste Methode. So. Ansonsten, was gibt's denn noch Schönes Neues? Gucken wir mal in unseren Guide rein. Hier steht irgendetwas dazu. Wir können hier ein paar Töpfe nehmen, kriegen... Okay, was? Ich habe keinen Plan. Gucken wir nochmal auf den Zettel, was wir sonst noch so haben. Also hier kriegen wir irgendwas, 10 Stück von bla oder was weiß ich, 10, weiß ich, keine Ahnung. So, hier können wir wieder ein bisschen was sammeln. Wie schaut's aus? Haben wir mittlerweile schon... Na, da fehlen noch ein paar, bevor ich das einsetze, weil ich will das wirklich einmal voll haben. So, wie immer, einmal da drauf, wieder hier. Und dann, was gibt's noch? Das ist dieses Wochenendkampf. Huch. Das scheint neu. Level 50, das können wir auch mal machen in der nächsten Folge. Vielleicht nehmen wir das einfach mal direkt hinterher auf. Okay, der war nicht von der Daily her, daher nehmen wir einfach jetzt an. Zack. Sind bereit, los aufzubrechen. Ich glaube, von dem fehlen mir auch noch ein paar Sachen für die Waffe oder für Rüstung. Irgendwas kann ich damit machen. Ich habe ja... Hoffentlich haben wir die richtige Rüstung gerade an. Ja, ich habe jetzt hier noch ein anderes Set dabei mit Fokus, glaube ich. Aber ich habe keine Ahnung, ob das zum Aufladen vom vierten Dings Powerschlag führt. Ob das dazu führt. Ja, komm, nimm an. Wo ist mein... Ich habe mein Trinken verschlammt. Okay, ich hab's. Alles klar. Ja, Julian kommt wahrscheinlich auch morgen wieder zu Besuch. Dann nehmen wir eine Runde weiter Tree of Savior und vielleicht mal ein anderes Spiel auf. Vielleicht kann ich ihn auch dazu überreden, das Spiel aufzunehmen, was, was ich gerade eben noch aufgenommen habe. Das wäre echt super, einfach weil ich das Ganze da im Splitscreen aufnehmen möchte. Und ja, ist doch mal was anderes, dieses Spiel dann im Splitscreen zu sehen, was eigentlich ja nicht vorgesehen ist. Gehe ich von aus. Wenn doch, wenn nicht, dann täusche ich mich halt. So, wir sind, wir schon da? Wir sind irgendwo. Okay. Gehen wir mal weiter auf Feld 4 und da werden wir ihn wahrscheinlich auch dann gleich schon finden. Piu, 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 piu. Nein, aua, nicht stechen, dumme Mücke. Da ist er. Oh, weia. Es ist natürlich eine echt super Idee, alleine gegen den anzutreten. Bams. Machen wir den eigentlich... Aua, machen wir den gerade eigentlich auf schwer? Ich jag mal die kleinen Viecher zum Teufel. Dumm ist, ich kann mir auch nicht auf den Missionen die Spieler angucken, dass ich gucken könnte, was sie für eine Rüstung anhaben. Okay, da ist er gefallen. Ich glaube, sie klopfen auf die Klaue. Sie wollen die Klaue kaputt machen. Erste Klaue kaputt. Jetzt noch die andere. Ah, sie ist doch nicht ganz kaputt gewesen. Na toll. Es war klar. Oh, scheiße. Okay, ich habe mein Ende nahen sehen und wir haben es nicht überlebt. Hups. Wir müssen definitiv mal wieder auf die Rüstung farmen und ich glaube, ich habe keine Ahnung, ob ich die eine Rüstung weitermachen soll, ob das überhaupt Sinn macht. Sie lädt zwar schnell, aber ich habe die Earplugs nicht mehr und die Earplugs sind so ziemlich meine Lieblingssache.
Also, Loading schneller ist eine super Sache, aber boah, ich brauche dafür, wie viel Gold habe ich? Und Silber? Scheibenkleister, echt zu wenig. Denn wir brauchen echt eine Menge dafür. Und ja, dafür fehlt mir dann doch etwas Zeit, so aktiv Monster Hunter zu spielen, dass ich mir meine andere Rüstung noch oder jegliche Dailies machen könnte. Oder ganz viel Farmen. Oder ganz viel. Uhuhu. Da haben wir Glück gehabt. Oh Mann. Oh Scheiße. Da hätte es uns fast wieder zerholzt. Ja, er kommt zu mir. Autsch. Daneben. Also nicht ich, sondern der andere Spieler. Oh, Kacke. Haben wir ein Glück. Nice. Nicht nice. Okay, die Klaue ist wirklich komplett zerbrochen. Die hat mittlerweile Schwachpunktbonus. Wir wollen es nicht übertreiben. Wir werden wahrscheinlich jetzt sterben, wenn wir uns nicht heilen. Und es war klar. Sehr schön. Okay, wird trotzdem ordentlich auseinandergenommen. Ich glaube, das ist jetzt ebenfalls zerbrochen. Mist. Nein, warum tue ich das? Oh Gott sei Dank. Sehr schön. Voll drauf. Oh, Kacke. Rums. Besser einmal zu viel springen als gar nicht. Sehr schön. Zumindest einmal den starken Schlag auf die Klaue. Fuck it. Jetzt ernsthaft? Gibt's doch nicht. Oh, nee, Leute. Er gräbt sie auch noch ein und verschwindet. Oder taucht er wieder auf? Ich glaube nicht, dass sie den in der Zeit noch besiegen. Aber man weiß ja nie, man sollte einfach. Aua, was war das denn für ein riesenlauter Sound? Man sollte niemals nie sagen. Alter, meine Ohren fliegen weg. Das ist so laut. Ihr kriegt das gar nicht mit, weil ich halt einen was heißt Filter? Limiter drin habe, der das Ganze begrenzt, damit der Sound nicht zu laut wird. Aber diese Explosionen gerade sind extrem laut gewesen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich müsste jetzt echt Glück haben, wenn sie sie noch kaputt hauen. Nope. Ich bin durch für heute. Für mich war es das. Naja, schön. Jetzt können wir noch ein bisschen zugucken, wie sie den kloppen. Wahrscheinlich geht er jetzt genau kaputt oder so. Und, das war natürlich eine Erfolgsserie heute, total. Jetzt haut er ab, jetzt will er sich verpissen. Ganz toll.
Naja. Ich glaube, sie wollen ihn fangen. Ah, okay. Naja, für mich gibt's da jetzt nichts großartig. Ich sehe jetzt einfach hier liegen zu und solange können wir ja, was können wir denn so lange machen? Tor Mali, Tor. Krass, dass Panda auch schon auf 35 ist. Mali hängt immer noch auf 40 rum. Steigt der nicht auch auf 50? War denn das Max-Level nicht 50? Hey, keine Ahnung. Er steigt auf jeden Fall nicht mehr. Jetzt haben sie ihn. Wahnsinn. Einfach traumhaft. Und wir haben nichts bekommen. Das ist der Grund, warum ich eigentlich sehr oft nach den scheiß Katzentickets gucke. Und ich hätte in dem Fall nicht mehr blocken sollen. Ich weiß, das war mein Fehler. Ich hätte einfach, keine Ahnung, Waffe wegziehen und einstecken und wegziehen. Naja. Soll mir recht geschehen. Ich bin zweimal gestorben. Passiert. Jetzt kriegen wir vielleicht, kriegen wir noch die Marken. Ich weiß es nicht. Dafür, dass wir dabei waren. Die komischen blauen Markendinger. Naja, und dann heißt es einfach mal gucken, was wir in der nächsten Folge machen. Aber noch liegen wir rum und warten jetzt einfach mal ab, damit ihr noch seht, ob ich überhaupt irgendwas bekommen habe. In dem Falle vermute ich jetzt einfach mal nein, würde mich wundern. Und da liegt der, ja, der Füllgeier da rum. Und Schild. Können wir die Decke beobachten? Sehr schön. Ganz viele kleine Insekten. Sollen das Feen darstellen? Keine Ahnung. Irgendwas. So. In ein paar Sekunden ist es soweit. Quest clear, wir haben Quest loosed und fertig. Tja, toll. Wir waren echt schlecht. Aber okay, zumindest die Marken bekomme ich. Das ist schon mal ein kleiner Trost. Und wir klicken hier drauf und kriegen natürlich eins der Billigsachen. Boah, einmal richtig hinsetzen. Aber strecken. Okay. Ja. Ich würde sagen, dann gehen wir in der nächsten Folge doch mal versuchen, ob das hier geht. Einmal kurz testen. Ist das hier alleine oder mit Gruppe? Okay, das ist mit Gruppe. Entschuldigung, war mal gerade still. Dann machen wir es in der nächsten Folge. Tut mir leid, wir haben heute etwas kürzere Folge als sonst, aber ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen. Wir gucken mal, wie die nächste Folge wird. Hier hätten wir jetzt nicht damit gerechnet, dass wir jetzt abkratzen. Aber auch so wären wir jetzt durch gewesen. Und ich danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.